Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bauforum 24 TV on Tour. On Tour ist allerdings diesmal relativ, weil wir sind hier in Münster, also quasi vor der Haustür auf der IAF. Worum geht's hier? Um den ganzen Themenkomplex Gleisbau, Eisenbahn, und da schauen wir uns jetzt mal um. Ja, liebe Leute, es geht ja hauptsächlich hier auf der IAF um das Thema Gleisbau, Eisenbahn, und trotzdem lässt mich das Thema Akkuschrauber hier nicht los, weil ich gehe gerade mal ein paar Meter und was sehe ich? Akkuschrauber, charakteristisch die Orangenen von Fein. Treue Zuschauer unter euch kennen ja den Test, der hat ja wirklich sehr gut abgeschnitten, schönes Gerät, aber ihr wisst auch, die Drehmomentstärke, also das maximale Drehmoment im weichen Schraubfall ist natürlich irgendwo so 50, vielleicht auch mal 60, gute 60, und dann ist eigentlich Ende der Durchsage. Aber wenn du jetzt solche Verschraubung hier mal bearbeitest, dann kommst du damit natürlich auch nicht weiter. Und Metabo, die haben ja einen Drehmomentvorsatz, diesen X3, den haben wir auch getestet, ist aber auch eher so für den Holzbau. Dann hast du theoretisch so bis 360 Newtonmeter harter Schraubfall. Hier sind wir jetzt in einer ganz anderen Kategorie unterwegs, nämlich mit diesem Vorsatz, der hier auf den Akkuschrauber abgestimmt ist, bekommen wir Drehmomentwerte von über 4000 Newtonmeter zustande. Und das ist natürlich mal eine ganz andere Hausnummer. In dem Fall haben wir hier eine Version, die ist eben für die Bahn im Gleisbau, kommt das zur Anwendung. Generell ist das maximale Drehmoment, was man hier erreichen kann, 4700 Newtonmeter. Und das sind ja nicht nur Anwendungen im Gleisbau, beispielsweise Windkraftanlagen oder auch bei Baumaschinen zum Beispiel Kontergewichte anbringen. Und nach den Infos der Kollegen hier am Stand kann man da auch schon mal 4700 Newtonmeter gebrauchen. Ganz interessant ist noch, dass es hier auch ein Messsystem gibt. Das ist hier die Anzeige für das entsprechende Drehmoment. Und hier seht ihr, dass die Leute von Fein hier mit dieser Firma kooperieren und die adaptieren für das Mess- und Monitoring-System. Ganz interessant, ne? Aber schauen wir mal weiter. Ja, im normalen Straßenverkehr gibt es natürlich auch den Asphalt, und wenn da irgendwo mal Ausbrüche sind oder Schlaglöcher, dann fährt es sich nicht mehr ganz so gut. Und im Schienenverkehr, da bist du ja auf Schienen unterwegs und auch die müssen ja ab und zu mal kontrolliert werden, ob da noch alles im grünen Bereich ist. Und jetzt habe ich hier gerade mal im Vorbeigehen sowas gesehen. Er schließt sich eigentlich für den Betrachter relativ schnell. Du hast hier so ein Profil, hier hast du wie so Schieblehren, die werden hier angesetzt und dann kannst du das hier relativ schnell analog direkt ablesen, ob alle Werte hier im Sollbereich sind. Und hier vorne habe ich noch was gesehen, da geht es dann hier um die Bewertung der Schienenfahrflächenqualität. Ein schönes Wort. Und hier haben wir ein Tablet und offensichtlich funktioniert das hier so, dass dieses Messgerät hier die ganze Oberfläche abtastet und dann werden hier die Messwerte in einem Diagramm ausgegeben und da kann ich dann sehen, ob das alles noch so ist, wie es sein soll, oder ob da ein Austausch oder eine Reparatur notwendig ist. Und interessant hier ist die Messeinrichtung selber. Das sind so drei Taster, die fahren über die Schienenoberfläche. Und diese Tastköpfe sind selbst nur 0,2 mm groß. Ja, und faszinierend an der Geschichte ist noch die Genauigkeit. Da wird nämlich mit 0,001 mm gemessen, ein Mü. Also eine Hundertstel Stärke von einem menschlichen Haar. Ja, so eine Schiene, die will ja auch mal gepflegt werden, die hat ja auch Verschleiß oder muss ausgebessert, erneuert werden. Jetzt gehst du aber nicht mit deiner Flex über das Metall, sondern du hast hier solche Geräte mit einem Benzinmotor drauf und das Ganze macht das dann etwas leichter. Aber sieht immer noch nach ziemlich viel Arbeit aus. Auch ein interessantes Gerät, den hatten wir schon mal in der normalen Ausführung hier, den Hudik Baggerlader. Im engeren Sinne ein Baggerlader, der aber noch ein paar extra Features hat. Und hier in der Zwei-Wege-Ausführung und hinten sieht man, da am Löffel ist noch ein Enkon-Tilt-Rotator, damit du eben noch flexibler bist. Ja, und hier steht ein Gerät, das sieht man auch nicht so alle Tage. Ein Kaiser S22 RR 23 Tonnen Bagger, mobil in Zwei-Wege-Ausführung.
Kaiser kennt ihr, von den Schreitbaggern haben wir auch schon öfter mal was zu gemacht, blende ich euch oben ein. So, hinter mir sehen wir jetzt einen waschechten Zwei-Wege-Bagger, einen Cat 323F oder M323F, M für Mobilbagger. Klar, das Basisgerät ist ein Mobilbagger, aber wie die Zwei-Wege-Bagger das eben üblich haben, hier hat man noch Schienenräder oder Radreifen. Und die Besonderheit hier bei einigen Zwei-Wege-Baggern ist es so, dass der zwar auf diesen Reifen oder auf den Radreifen steht, aber der Antrieb erfolgt über die Gummibereifung. Und hier sind hydraulische Motoren, Fahrantriebe eingebaut, sodass er sich komplett mit bis zu 20 km/h so auf der Schiene bewegen kann. Kann dann auch insgesamt sich auch etwas höher bocken und läuft dann nicht Gefahr, dass er irgendwo hängen bleibt. Ja, was ist sonst bei einem Zwei-Wege-Bagger obligatorisch? Klar, du hast die Kabine, die nicht nur dem Baggerfahrer Platz bietet, sondern dahinter sitzt dann ein Kollege, der für die Sicherheit verantwortlich ist, der dem Baggerfahrer dann sagt, wann der nächste Zug kommt, wie weit er fahren darf etc. pp. Ja, und deswegen sieht die Kabine auch etwas exotisch aus im Vergleich zu einem normalen Bagger im Erdbau. Und da wir ja hier im Gleisbau tätig sind, brauchen wir natürlich nicht unbedingt den klassischen Löffel, obwohl den könnte ich hier auch dran machen, denn ich habe hier einen Oilquick-Schnellwechsler, vollhydraulischer Schnellwechsler, und das ist die Rail-Version von Oilquick. Und die hat nicht nur 5 Öldurchführungen wie der Standard, sondern hier sind es 7. Und ich habe mir sagen lassen, es sollen demnächst sogar 8 Öldurchführungen bzw. Ölhydraulikanschlüsse werden. Ja, und hier habe ich als Anbaugerät ein Stopfgerät, um das Gleisbett zu verdichten. Ich kann aber natürlich auch einen Sortiergreifer oder einen Tiltrotator, was auch immer, dran bauen. Kleines, aber feines Detail bei Zwei-Wege-Baggern ist aber nicht nur die technische Umsetzung der Schienentauglichkeit, sondern vor allen Dingen auch die Genehmigung, also die ganzen Regularien einzuhalten der jeweiligen Betreiber oder der jeweiligen Schienennetze im entsprechenden Land. Da ist nämlich das Salz in der Suppe. Da gibt es so viele Genehmigungsverfahren, Vorschriften und. Deshalb gibt es auch relativ wenige Anbieter, die diesen Aufwand betreiben, um einen Zwei-Wege-Bagger wirklich auch auf der Schiene im Einsatz zu haben. Ja, und Caterpillar ist jetzt einer davon. Das Gerät ist gerade in der Zulassung, soll so im Juni, Juli dann auch bei der Deutschen Bahn einsatzbereit sein. Das war mal nur ein kleiner Ausschnitt hier von der IAF. Ich hoffe, der Rundgang hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich würde mich freuen, euch demnächst wiederzusehen. Gebt mir gerne auch einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da. In diesem Sinne, bis dann.